Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Heute wieder mal mit einem Top 5 Video, und zwar haben wir heute das Top 5 unterschätzte beste Waffen in Warzone. Das heißt, es geht nicht um Waffen, mit denen jeder spielt, wie zum Beispiel die M4, die MP7, die Grau, die MP5. All die Waffen, die ich eben genannt habe, spielt gefühlt auch zurzeit jeder. Natürlich sind auch sehr, sehr starke Waffen. Allerdings Modern Warfare ist so facettenreich, hat so viel unterschiedliche Waffen, so viel gute Waffen. Und deswegen habe ich 5 Klassen-Setups rausgesucht, beziehungsweise 5 Waffen rausgesucht, die sehr, sehr stark sind, die jetzt nicht unbedingt jeder spielt. Natürlich, ich weiß, es gibt genug Leute, die diese Waffen auch vermutlich spielen werden. Allerdings die Mehrzahl der Spieler spielen die vermeintlich besten Waffen in dem Game, aber es gibt so viel unterschiedlich gute Waffen. Ich habe mir auch überlegt, dass ich da so eine kleine Serie draus mache, in dem ich immer wieder Top 5 oder vielleicht sogar auch mal Top 10 Klassen-Setups beziehungsweise Waffen in Warzone, vielleicht auch im Multiplayer zeige und dann einfach Waffen vorstelle, Klassen vorstelle, wie ich es hier persönlich am besten finde, beziehungsweise extrem starke Klassen-Setups vorstelle. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir gerne Hashtag Top 5 in die Kommentare, dann weiß ich, dass ihr da auf mehrere Folgen Bock habt, und schreibt zusätzlich gerne auch noch Waffen in die Kommentare, die sehr, sehr stark sein können in Warzone, die vielleicht auch mal testen können, die dann eventuell im nächsten Top 5 drankommen werden. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um keine Modern Warfare Top 5 Videos zu verpassen, allgemein Warzone Videos, allgemein Multiplayer Videos zu verpassen, würde mich echt mega freuen. Und ich würde sagen, starten wir mit der ersten Waffe in Top 5 unterschätzte Waffen in Warzone. Die erste Waffe, die wir heute am Start haben, ist die PP19 Bison, also wirklich in meinen Augen einer der stärksten MPs. Ich habe so viel Spaß mit der Waffe, ich spiele sie auch persönlich extrem gerne. Um das beste Klassensetup für die PP19 zu bekommen, müsst ihr bei der Mündung nehmen den Monolith-Schalldämpfer, was es gefühlt bei den meisten Waffen in Warzone ja der Fall ist, dass man den Monolith-Schalldämpfer nimmt, einfach weil die Reichweite dort erhöht wird und die Geräuschschalldämpfer natürlich auch sehr, sehr wichtig ist in dem Game, da man ja die Schüsse in Warzone auf der Karte schießt, wenn man keinen Schalldämpfer hat, nicht so wie im Multiplayer komischerweise. Und als zweites beim Lauf nehmt ihr den 8,7 Zoll Stahllauf für die effektive Reichweite, die Kugelgeschwindigkeit und die Rückschusskontrolle. Und beim Laser nehmt ihr den taktischen Laser für die Zielstabilität, die ZV-Geschwindigkeit und die Zielstabilität beim Laufen. Ich persönlich spiele sehr, sehr gerne den Laser. Allerdings, wenn ihr jetzt den Laser nicht unbedingt spielen wollt, was natürlich nicht unbedingt Pflicht ist, könnt ihr einfach Visier draufklatschen, Schaft draufklatschen oder eventuell Fingerfertigkeit draufklatschen. Dann bei der Munition habe ich das 84 Schuss Magazin, was wirklich extrem krank ist. 84 Schuss für eine Maschinenpistole ist echt extrem heftig. Ihr werdet auch im Hintergrund Clips sehen, wo ich teilweise mit einem Magazin mehrere Gegner hole, und das ist schon extrem heftig für eine MP. Deswegen ist die PP19 auch wirklich eine meiner Lieblingswaffen. Und als letztes haben wir hier beim Griff das gummierte Griffband für die Rückschusskontrolle, und das ist auf jeden Fall meine Lieblings-OP-Klasse mit der PP19. Also wie gesagt, 84 Schuss im Magazin ist wirklich geisteskrank. Die Waffe ist im Nahkampf gut, die Waffe ist auf mittlerer Distanz gut und hat einfach alles, was eine gute Maschinenpistole braucht. Und hier beim Klassensetup habe ich jetzt einfach mal den Werfer eingepackt als Zweitwaffe. Allerdings würde ich dann eher empfehlen, mit einer zweiten Ausrüstungslieferung eventuell, die dann meistens eh auf der Map spawnt, einfach ein Sturmgewehr zu holen, oder wenn jetzt quasi die Zone irgendwie Open Field ist, dann einfach eine Sniper zu holen. Bei den Extras habe ich hier kaltblütig, wie gesagt, dass ihr nicht für Thermalvisierte sichtbar seid, und natürlich viele Gegner spielen zurzeit auch alarmiert. Das heißt quasi, wenn ihr auf die Gegner zielt, werden sie das auch angezeigt bekommen. Allerdings, wenn ihr dann kaltblütig habt, habt ihr keine Probleme damit. Dann haben wir Geist, muss ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ihr seid nicht für Drohnen sichtbar, und Herzschlagsensor, was sehr, sehr wichtig ist, vor allem in Warzone. Dann haben wir einen Perk, was ich persönlich sehr, sehr feiere. Spielen, glaube ich, auch nicht so viele Leute unbedingt. Und zwar ist das Fährtenlaser. Ihr seht quasi auf dem Boden, wenn der Gegner jetzt in Haus rennt, seine Fußspuren rot angezeigt und könnt quasi so ungefähr wissen, wo der Gegner dann ist. Mit dabei habe ich noch C4 für Fahrzeuge und den Herzschlagsensor, was wirklich komplett unverzichtbar ist. Das wäre es auf jeden Fall von der ersten Waffe, der PP19, und ich würde sagen, kommen wir zur Nummer 2 in diesem Video. Nummer 2 ist ein Sturmgewehr, das man sehr, sehr selten in Warzone sieht. Allerdings, diese Waffe ist von der Stärke wirklich mit Abstand einer der stärksten Sturmgewehre, die es in dem Game gibt. Und zwar geht es um die Oden. Die Oden ist ja auch eine Waffe, die man am Boden finden kann. Allerdings ist sie hier meistens komplett ohne Aufsätze oder hat einfach 2, 3 Aufsätze, die jetzt auch nicht wirklich dazu beitragen, dass die Waffe gut ist. Aber wenn man diese Waffe mit den richtigen Aufsätzen spielt, ist sie wirklich extrem stark, macht sehr, sehr viel Schaden. Die Oden hat zwar nicht die schnellste Schussrate, aber die Kugeln sind dafür umso stärker. Ich werde euch jetzt mein persönlich bestes Klassensetup bei der Oden zeigen, und ja, lasst euch nicht von dem riesen Schalldämpfer abschrecken, der gefühlt einfach größer ist als die komplette Waffe. Er macht die Waffe wirklich um einiges besser. Und zwar ist das bei der Mündung der Kolossus-Schalldämpfer. Er ist wirklich extrem stark. Natürlich habt ihr wieder Geräuschschalldämpfung, effektive Reichweite und die Rückschusskontrolle, was für einen Schalldämpfer sehr, sehr stark ist. Dieser Aufsatz macht die Waffe wirklich um einiges besser. Am Anfang habe ich mich noch so ein bisschen über den Schalldämpfer lustig gemacht. Es ist allerdings mit Abstand der stärkste Schalldämpfer für die Oden. Dann beim Lauf benutzt ihr den Odenfabrik 810 mm Lauf für die effektive Reichweite, die Kugelgeschwindigkeit und die Rückschusskontrolle. Dann habt ihr quasi mit dem Schalldämpfer und dem Lauf einfach die Rückschusskontrolle verbessert und könnt dann dort beim Schaft einfach direkt den FTAC XL Elite Keil nehmen für die ZV-Geschwindigkeit. Dann bei der Munition das 25-Schuss-Magazin. Theoretisch habt ihr auch die Möglichkeit, das 30-Schuss-Magazin zu nehmen. Ich persönlich habe es eigentlich ein bisschen lieber, wenn man da quasi noch ein bisschen mehr Munition hat. Die Oden schießt auch relativ langsam. Allerdings, wie gesagt, die Kugeln sind sehr, sehr stark. Deswegen reicht eigentlich das 25-Schuss-Magazin aus. Wenn ihr jetzt nicht klarkommt, spielt einfach das 30-Schuss-Magazin. Und bei den Griffen haben wir das gemusterte Griffband für die ZV-Geschwindigkeit und das Sprinten zum Feuertempo. Dass man da quasi so einen Ausgleich hat zum Lauf und zum Schalldämpfer, der quasi die ZV-Geschwindigkeit verschlechtert. Die Oden ist in meinen Augen wirklich sehr, sehr unterschätzt. Also natürlich, viele Leute lassen sich abschrecken von diesen Standardwaffen, die man am Boden findet. Aber diese Waffe ist sehr, sehr nice. Für die Oden würde ich euch trotzdem empfehlen, nehmt am besten als zweite Waffe nochmal eine Waffe mit, die jetzt für den Nahkampf gut ist, wie eine MP. Das heißt quasi, wenn jetzt eine neue Ausrüstungslieferung kommt, nehmt am besten noch eine MP-Klasse, dass ihr die Oden habt für die mittlere Distanz und hohe Distanz, und dass ihr eben für den Nahkampf einfach eine MP habt. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Kombi. Allgemein kann ich euch
euch wirklich nur empfehlen. Holt euch als erstes mit eurem eigenen Geld eine Ausrüstungslieferung und wartet danach ab, bis die erste Zone gekommen ist und nochmal eine zweite Ausrüstungslieferung gekommen ist. Und holt euch dann einfach ganz easy noch eine MP als Zweitwaffe. Bei den Extras ganz easy, kaltblütig Geist. Diesmal haben wir hier Schrapnell dabei, dass ihr quasi zwei C4s dabei habt. Dann wie gesagt C4 und den Herzschlagsensor. Also Herzschlagsensor ist in jeder Klasse dasselbe. Und so viel auf jeden Fall zu da unten. Wie gesagt, man sieht die Waffe relativ selten in Warzone, aber sie ist eigentlich extrem stark. Und ich würde sagen, kommen wir zur Nummer 3 in diesem Video. Und zwar ist das wieder eine MP, mit der ich auch sehr, sehr spiele, mit der ich schon damals in alten CODs gerne gespielt habe. Und zwar ist das die P90. Die P90 ist im Multiplayer auch eine wirklich sehr, sehr starke Waffe, aber in Warzone ist sie genauso gut, wenn man sie mit den richtigen Aufsätzen spielt. Die Waffe ist sehr, sehr präzise im Nahkampf, einfach ein absoluter Laser. Die Waffe ist im Nahkampf ein absolutes Biest, auch auf mittlerer Distanz, wenn man so die richtigen Aufsätze am Start hat, ist diese Waffe auch absolut okay. Um die in meinen Augen persönlich beste P90-Klasse in Warzone zu bekommen, müsst ihr auf jeden Fall bei der Mündung den Monolith-Schalldämpfer nehmen für die effektive Reichweite und natürlich, dass ihr nicht auf der Map angezeigt werdet, wenn ihr schießt. Dann beim Lauf nehmt ihr den Forge-Tag Retribution-Lauf. Das Ganze ist nochmal gut für die effektive Reichweite, die Kugelgeschwindigkeit und die Rückschusskontrolle. Mit diesem Aufsatz ist die Waffe auf höhere Distanz um einiges besser. Dann haben wir wieder den taktischen Laser, einfach für die CV-Geschwindigkeit, die Zielstabilität und die Zielstabilität beim Laufen. Hier auch wieder, wenn ihr jetzt nicht unbedingt ein Fan von einem Laser seid, nehmt eventuell noch ein Visier mit, Schaft mit oder was auch sehr, sehr wichtig sein kann, ist das extra Fingerfertigkeit. Deswegen, wenn ihr jetzt nicht unbedingt einen Laser braucht, nehmt einfach Fingerfertigkeit mit. Dann beim Unterlauf haben wir das granulierte Griffband für die Zielstabilität. Also ihr seht schon, die Kontrolle steigt mit diesem Aufsatz um einiges. Dann beim Griff das granulierte Griffband für die Zielstabilität und die Zielstabilität beim Laufen. Und das ist mein persönlich bestes Klassensetup für die P90 in Warzone. Wie gesagt, wir könnten theoretisch auch die ganze Zeit mit der M4 spielen, mit der MP7, mit der MP5, mit der Grau. Ich persönlich finde es einfach viel cooler, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit mit denselben Waffen spielt, sondern einfach mal ein bisschen austestet, ob die Waffe gut ist, ob die Waffe gut ist. Wie ich am Anfang des Videos schon gesagt habe, wenn ihr irgendwie Klassen habt, die stark sind, die jetzt nicht unbedingt jeder spielt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich werde die Waffen testen. Ich werde auch allgemein alle Waffen testen, um mal ein bisschen durchzublicken, welche Waffe ist gut, welche Waffe kann man in Warzone spielen, welche kann man gar nicht spielen. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir so ein kleines Feedback zu der Serie geben würdet. Also ich habe extrem Spaß an solchen Serien, habe jetzt auch noch nie wirklich sowas in die Richtung gemacht und deswegen würde es mich, wie gesagt, sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Waffe. Let's go. Vielleicht wundert ihr euch jetzt gerade und denkt euch, wie sollte jetzt nicht Rest der Klasse gezeigt. Das liegt einfach daran, dass ich diese beiden Waffen zusammenspiele in einem Klassen-Setup. Nicht als Overkill-Variante. Es geht nämlich nicht um eine Primärwaffe. Es geht um eine Zweitwaffe, die wir jetzt mit Season 3 bekommen haben. Ich habe auch schon ein Video für den Multiplayer dazu gemacht. Aber diese Waffe ist ein absolutes Biest im Nahkampf in Warzone. Ich habe wirklich noch keine andere Zweitwaffe gesehen in Warzone, die so OP ist. Und zwar geht es um die Akimbo Renetti und das ist wirklich ein absoluter Laser. Im Hintergrund werde ich natürlich auch noch ein paar Clips laufen lassen, in denen man sieht, teilweise wie Gegner noch blaue Rüstung haben und ich trotzdem mit ein, zwei Bursten wieder komplett ausschalte und einfach gefühlt aus dem Spiel lösche. Also die Waffe ist sehr, sehr stark. Bei den Aufsätzen müsst ihr nebenbei der Mündung nichts beim Lauf. Den MK3 Salvemodlauf hier, wie gesagt, schon 3 Schusssalve und die Schussrate steigt auch nochmal. Dieser Aufsatz macht die Waffe wirklich absolut zum Monster im Nahkampf. Dann beim Laser benutze ich hier den 5mW Laser für die Präzision aus der Hüfte und das Sprinten zum Feuertempo. Also wirklich ohne Laser ist ein bisschen schwierig zu zielen. Allgemein, wenn ihr die Waffe habt, ihr müsst sie natürlich erst bis Maximallevel hochspielen, um dann quasi den Burst freizuschalten und dann natürlich müsst ihr auch noch Akimbo freischalten. Um Akimbo freizuschalten, müsst ihr mit dem Perk mehr Moneten in 5 Spielen 3 Kills machen, was auch relativ easy ist. Testet sie erstmal so ein bisschen im Multiplayer bzw. vielleicht im Plündermodus. Denn der Rückschuss kann am Anfang schon extrem heftig sein und man sollte vielleicht einfach dann, wenn man weiß, der Rückschuss ist extrem heftig, ein bisschen weiter runter ziehen, den rechten Stick, wenn man schießt, einfach ein bisschen nach unten ziehen, ganz leicht, um dann einfach nicht nach dem ersten Burst direkt über den Kopf zu ziehen. Dann bei der Munition das 27 Schussmagazin, also ihr habt gefühlt endlos Munition mit der Waffe. Dann beim Griff den XRK Pro Grip hier, wie gesagt, würde ich eigentlich sonst ZV-Geschwindigkeit nehmen, allerdings haben wir Akimbo und da bringt jetzt ZV-Geschwindigkeit nicht wirklich was und deswegen hier für die Rückschusskontrolle der XRK Pro Grip und wie gesagt, das extra Akimbo kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Also es gibt ja schon einige Leute, die damit spielen. Allerdings viele Leute haben die Waffe noch gar nicht frei, beziehungsweise haben nicht unbedingt die Motivation, die Waffe frei zu spielen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in ein Haus reinrushen müsst und einfach ein paar Gegner erledigen müsst, also hört sich alles easy an, aber die Waffe ist schon wirklich extrem stark. Hier als extra haben wir wieder kaltblütig, Geist, Schrapnell, C4 wieder zweimal durch Schrapnell und wie in jeder Klasse, was ich eigentlich gar nicht mehr sagen muss, den Herzschlagsensor. Wirklich absolut starke Kombo. Allerdings ist das jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, wie ich das mache, sondern ich würde euch eigentlich eher empfehlen, ein Sturmgewehr zu nehmen und dann als Zweitwaffe Renetti, denn das Problem ist, Pistolen haben dieselbe Munition wie die MPs, deswegen nehmen die sich so ein bisschen die Munition gegenseitig weg. Und ich würde sagen, kommen wir erstmal zuvor als letzten Waffe, mit der, glaube ich, sehr, sehr wenige Leute gerechnet haben, aber die Waffe ist auch extrem stark, beziehungsweise kann extrem stark sein. Auf Platz 5 haben wir die FAL und wir starten direkt rein mit der Burst-Variante. Also die FAL ist eine sehr, sehr starke Waffe. Ich kann euch wirklich den Burst nur empfehlen, wenn die Lobbys jetzt halbwegs in Ordnung sind. Das Problem in Warzone mit Burst-Waffen ist quasi, wenn die Server allgemein am Laggen sind, würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, mit einer Burst-Waffe zu spielen, da die Schüsse dann einfach viel, viel schlechter connecten und ihr einfach dadurch einen Nachteil habt. Aber wenn die Server halbwegs in Ordnung sind, ihr wisst ungefähr, die Connection der Lobby ist okay,
okay, dann kann ich euch wirklich nur die Burst-Variante empfehlen. Hier müsst ihr auf jeden Fall nebenbei den Aufsätzen beim Lauf den XRK Meisterschützenlauf für die effektive Reichweite, die Kugelgeschwindigkeit und die Rückschusskontrolle. Dann beim Visier nehmt ihr das GI Mini Rotpunktvisier, also das Visier, was ich eigentlich persönlich am meisten feiere in Warzone, auch allgemein im Multiplayer. Dann beim Schaft den Fortstark Stalker Schaft für die Zielstabilität, was auch ganz wichtig ist. Dann beim Unterlauf den Ranger Vordergriff für die Rückschusskontrolle und wieder für die Zielstabilität, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, da wir mit Burst spielen und die Waffe dadurch nochmal einen extrem hohen Rückschuss hat, dass man da einfach so ein bisschen den Rückschuss kontrolliert. Dann zu guter Letzt bei den Extras das Extra Salve, dass ihr einfach hier diese Burst-Variante der FL habt. So ist die Waffe auf jeden Fall schon extrem stark. Ihr könnt Gegner teilweise mit 2 Bursts erledigen. Allerdings, wenn die Server-Connection jetzt nicht unbedingt die beste ist, kann ich euch auch empfehlen, dass ihr einfach das Extra Salve wegpackt und dafür einfach bei der Mündung den Monolith-Schallnetzer draufpackt. Der einzige Unterschied ist natürlich dann, dass ihr quasi keine Burst-Variante mehr habt und ihr einfach einzeln triggern müsst. Aber so könnt ihr die Schüsse noch ein bisschen besser kontrollieren und habt vielleicht auch noch ein bisschen besseres Aim damit. Das wäre meine beste unterschätzte Klasse für die FL in Warzone. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze bei euch ankommen wird. Ich will, wie gesagt, auf meinem Kanal so eine Mischung machen. Multiplayer und Warzone, also beides sind Modis, die ich sehr, sehr gerne spiele. Auf jeden Fall nochmal Dank für die 2750 Abonnenten, die wir gestern geknackt haben. Wirklich vielen, vielen Dank für den heftigen Support in letzter Zeit. Es macht einfach zur Zeit so viel Spaß, Videos aufzunehmen, eure Kommentare zu lesen, mit euch zu streamen, einfach mit euch zu zocken im Stream. Leute, das wäre es jetzt langsam von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe ich jetzt auch, glaube ich, schon 10 Mal gesagt, aber egal. Und das wäre es von mir. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal.